Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu StarCraft 2 Heart of the Swarm. Beim letzten Mal haben wir die Evolutionsmission für die Bändlinge gemacht. Außerdem habe ich die Kerrigan und die Mutation der Bändlinge so etwas verändert und möchte dann bei der nächsten Mission mal was probieren. Aber zunächst bleibt uns hier gar nichts anderes mehr zu tun, als einfach mal zu reisen. Zerus, die Wiege der Zerg. Weit entfernt vom Koprulu-Sektor, wohin sich noch kein Terraner je gewagt hat. Ihr müsst zu diesem uralten Ort reisen, Kerrigan. Lernt seine Geheimnisse kennen und eignet euch seine Macht an. Okay. Also wir haben auch gerade keine große Auswahl hier. Hier auf Zerus können wir Mutalisten, die erste Flugeinheit der Zergs, bekommen. Und zum anderen die Schwarmwirte, das ist eine neue Einheit, von Heart of the Swarm. Das sind Viecher, die können sich in der Erde eingraben und erzeugen dann unaufhörlich irgendwelche kleinen Viecher, die sozusagen dann angreifen. Und dadurch, dass die hier eingegraben sind, muss der Gegner sozusagen irgendwie Detektoreneinheiten in die Nähe bringen, um dann letztendlich die Ursache des Übels auszulöschen. So, reisen wir doch einfach nach Zerus. So, tolle Videosequenz. Nein, beim letzten Mal hatten wir noch eine andere Videosequenz, aber es kann natürlich sein, dass hier jetzt irgendwas kommt. Ach ja, da hat uns ja Seratul diesen dunklen Templer, den wir gerade gesehen haben, der uns das gerade erzählt hat der kam da auf das Schiff und der hat uns sozusagen da einiges erzählt. Ja, und jetzt? Da ist ein Raumschiff. Die Macht von Zerus führt euch hierher. Die Rache an Mengsk führt mich hierher. Diese Zerg werden mir helfen, Korhal zu zerstören. Zerus muss euch neu erschaffen, Kerrigan. Der letzte Krieg rückt näher und es bleibt nicht viel Zeit. Ich muss gar nichts tun. Ich bin kein Spielball deiner Prophezeiungen. Aber werdet ihr alles tun, um eure Rache zu bekommen? Alles. Das wird reichen. Das muss reichen. Okay, das immer. Da ist die Lehrensucher. Das ist das Raumschiff von dem Zerathul. Wir können jetzt hier jede Menge Gespräche führen. Aber das wollt ihr bestimmt nicht sehen. Unsere Anwesenheit beunruhigt die Urzerg. Sie sammeln sich bereits, um uns zu vernichten. Okay, das Erwachen des Uralten. Entdecken Sie die uralten Wahrheiten. Und wir bekommen Mutalisten. Das freut mich natürlich. Ich kann etwas spüren. Ein uralter Geist. Er schläft. Der Uralte. Ein Urzerg, der Zeuge der Erschaffung des Overminds war. Du willst, dass ich ihn aufwecke, oder? Wenn ihr wahrlich die Macht von Zerus sucht, werdet ihr den Uralten brauchen. Meine Königin, feindliche Urzerg sammeln sich in der Nähe. Sie werden angreifen. Sie möchten euch davon abhalten, mit dem Uralten zu reden. Was werdet ihr tun? Immer das, was meine Feinde am meisten fürchten. Ihr seid auf dem rechten Weg und braucht meine Führung nicht länger. Lebt wohl, Kerrigan. Achso, ein dunkler Templer wäre schon cool. Im Team. Die sind ja getarnt. Machen eigentlich ziemlich krassen Schaden. Und zumindest der Seratul kann sich so wegteleportieren. Oder hinteleportieren, wie auch immer man das nennen will. So, Drohnen sind schwach und können schnell getötet werden, wenn sie allein sind. Geben sie ihr Bestes, um sie am Leben zu erhalten, wenn sie ungeschützt sind. Die können übrigens auch schnell getötet werden, wenn sie nicht alleine sind. Das nur nebenbei.
Nur meistens sollte man sich dann natürlich in erster Linie auf die Militäreinheiten konzentrieren, da die ja doch gefährlich sein können. Aber wenn erstmal die Militäreinheiten weg sind, kann man sich dann ganz in Ruhe um die Drohnen kümmern. Wobei auch hier wieder im Mehrspielermodus ist es durchaus sinnvoll, wenn man eh in der Unterzahl ist und vielleicht aus der gegnerischen Basis nicht mehr rauskommt, lieber noch ein, zwei Drohnen mit in den Tod nehmen. Das ist meistens besser, als irgendwie, ein Marine oder so, vielleicht noch gerade so ein bisschen anzuschlagen oder so. Weil jede Drohne, die man aus dem Leben nimmt, sammelt eben keine Mineralien mehr. Und Mineralien ist das, was man am meisten braucht, gerade am Anfang. Ist also der Uralte. Um diese Kreatur zu wecken, müssen wir ihr Nahrung zukommen lassen. Ah ja. Hier gibt es jede Menge Biomasse. Wir töten diese Kilgur und unsere Drohnen können das Fleisch ihrer Kadaver verwerten. Sobald die Drohne mit der Verwertung fertig ist, bringt sie die Biomasse zum Uralten. Okay, das ist also Maul. Ich habe gedacht, es wären Augen. Sprich jetzt! Du dringst in mein Territorium ein! Wir werden dein Fleisch verschlingen! Achtung! Eine große Gruppe Flugeinheiten der Urzark macht sich bereit, den Schwarmcluster anzugreifen. Mutalisken wiederhergestellt. Bereit für deine Armee. Werden Wächter der Urzark vernichten. Streitkräfte der Urzark sammeln sich in der Nähe. Wahrscheinlich werden sie erneut angreifen. Sollen sie es nur versuchen. Okay. So. Supply. Dieses Rudel Quilgur ist unser erstes Ziel. Ja. Legen wir los. So. Erstmal ein Patron bauen. Auch hier wieder. So, wir wollen. Ah ja. Man braucht eine Evolutionskammer für die Scheusale. Und ein bisschen Level 1 Upgrades. Hier, das ist der Schößling. Oder Spire auf Englisch. Ich glaube, Spire heißt eigentlich so ein Taubenschlag. Und eben Spire, den braucht man, um dann hier letztendlich Mutalisken auszubilden. Und außerdem können wir im Spire die Upgrades für die Luftwaffe sozusagen erforschen. Auch hier wieder Angriff und Panzerung. Genauso wie hier in der Evolutionskammer sind eben die Boden-Upgrades. Und hier natürlich geteilt bei den Angriffen in Nahkampf und Fernkampf. So. Wie gesagt, wir machen jetzt aber hier ein bisschen auf ruhig und langsam. Es geht jetzt erstmal primär darum, Einheiten auszubilden. Wer hat dich gefragt? Also, Drohnen auszubilden, damit hier das Einkommen stimmt. Ja? So. Was jetzt? Diese Welt gehört mir. Wir haben nicht viel Zeit. Weiter vorrücken. Wir gucken hier. Lasst uns das hinter uns bringen. Hä, das will ich noch nicht. Los jetzt. Der Schwarm schläft nie. Eine Basis, die können Nichts wir dann benutzen. Stellt sich mir nee. In den Weg. So. Okay. Gleich zwei Overlords gemorpht. Oder? Nicht gemorpht, aber. Doch. Ja. Gemorpht. So, außerdem können wir bei der Gelegenheit mal den Krieg ein bisschen ausbreiten. Wir können uns auch mal hier einen hinsetzen. So. Okay.
Und jetzt, ja, ich würde sagen, einfach mal Zergling. Das ist ja toll. Mutation abgeschlossen. Das finde ich toll. Overlords werden jetzt an den gleichen hier Platz geführt, wo die Arbeiter hingehen. Denn bisher zählten in Wings of Liberty zählten Overlords noch als was? Ja. Hast du Stress? Quilgor entdeckt. Wir müssen uns beeilen, wenn wir ihre Biomasse sichern wollen. Warum? Der Schwarm ist hungrig. Was wollte ich sagen? Achso, bisher zählten die immer als normale Einheiten und sind dann immer an die Front mitgeflogen, wo ich sie eigentlich gar nicht gebrauchen kann, in der Regel. Ja? So. Jetzt können wir mal, jetzt haben wir hier schon einiges an Mineralien. Jetzt können wir darüber nachdenken, hier Gas zu sammeln. Wir brauchen mehr Overlords. So, mehr Overlords also. Du hast meine Aufmerksamkeit. Wir haben nicht viel Zeit. Und jetzt erhöhen wir uns mal hier vorne den. Der gehört mir. Kein Entkommen. Raus damit. So, ein bisschen Gas. Unsere Drohne kann die Biomasse dieses Quilgor verwerten. Der Prozess ist langsam und unsere Drohne ist währenddessen schutzlos. Wir müssen sie verteidigen, während sie die Biomasse verwertet. Und herkommen. Ja. Die schicken auch noch ins Gas. Können wir zwei nachproduzieren. Und noch ein paar Mutalisten. Wir müssen diese Biomasse schnell einsammeln. Was? Ich höre. Ja. Nichts stellt sich mir in den Weg. So. Die wollen wir gar nicht vorne haben. Der geht hier hinter. Die brauchen ganz schön lang, die Mutalisten hier zum Schlüpfen. Okay. Können wir weiter ein bisschen forschen. Auch an den Luft-Upgrades. Und jetzt bauen wir ein Banding-Nest. Einfach weil wir es können, ne? Verwertung erfolgreich. Die Biomasse wird zum Uralten transportiert. Ich spüre etwas in der Nähe. Urzerk. Aber es ist klein. So. Teich mit Uressenz. Mächtige Sequenzen. Erreichen. Essenz absorbieren, stärker werden. Der Schwarm ist hungrig. So, jetzt haben wir natürlich. Ich höre. Na gut. Weiter vorrücken. So, einmal. Ich fühle mich stärker. Ist dies die Macht, von der Zeratul sprach? Sie darf den Uralten nicht erwecken. Zerstört das Fleisch. Überlasst ihr absolut nichts. Ah ja, okay. Jetzt geht's also ein bisschen Zeit. Wir müssen sie aufhalten. Unsere Streitkräfte können ihre Stoßtruppen abfangen. Wir haben nicht viel Zeit. Was jetzt? Weiter vorrücken. Nichts. Quilgor Biomasse wird angegriffen. So.
Und ich hatte gedacht, dass deine Urzerk eine Herausforderung darstellen würden. Los jetzt! So, eine weitere Drohne hier mal hinschicken. Nichts kriegen? Ich höre. Lasst uns das hin. Außerdem noch ein paar Overlords. Und der Rest mit Mundes voll machen. Wer hat dich gefragt? Der Schwarm schlägt. Es ist gefährlich, mehr als einen Kadaver gleichzeitig zu verwerten. Die Urzerk werden unsere Drohnen angreifen. Du wirst gierig. Es wird dein Verderben sein. Urzerk nähern sich. Unsere Drohne muss geschützt werden. Meine Aufmerksamkeit. Mutation abgeschlossen. Deine Arroganz ist nicht annehmbar. Zeus wird dich verschlingen. So, jetzt will ich es nochmal probieren, was ich eigentlich vorhin meinte. Wer hat dich und gefragt? Zwar, ich erforsche jetzt hier einmal weniger. Und jetzt, na, kann ich das nicht? Mutation. X. Ich höre. Raus okay. Damit. Mineralienfeld erschöpft. Ja. Der Schwarm ist hungrig. Fakt. Los jetzt. Du hast meine Aufmerksamkeit. Na. So, wo ist meine Drohne hier? Das nächste, die kann ich runterfahren. Raus damit. Was jetzt? Nichts stellt sich mir in den Weg. Ja. Und wo ist sie denn? Die Drohne, wo bleibt sie? Hier. Wer hat dich gefragt? Der Schwarm ist hungrig. Brax-Streitkräfte vernichten Quilgor-Biomasse. Urorganismus entdeckt. Funktion ähnlich Schwarmstock. Erschafft Urzerk. Auslöschung empfohlen. So, das können wir jetzt nicht verhindern, Groß. Halt. Unsere Drohne wird angegriffen. Wir sollten Eskorten bereitstellen, damit sie die Biomasse sicher abliefern kann. Streitkräfte haben Quilgor-Biomasse vernichtet. Hä? Wieso? Deine Zerg haben kein Bewusstsein. Die Urzerg ach so, da ist werden die. Euch überwältigen. Unsere Drohne wird angegriffen. Wir sollten immer jeweils nur einen Quilgor-Kadaver verwerten und unsere Drohne beschützen, während sie arbeitet. Oh, fuck. Eine Drohne wird von Brax-Streitkräften angegriffen. Schwarmklasse wird angegriffen. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Oh. War natürlich die Rutsch. Ja, was hat. Klein mal einen neuen Team würde mitbauen. Kann man noch ein bisschen forschen, ne? Geld genug Hammer. Brax-Streitkräfte vernichten Quilgor-Biomasse.
Wer hat dich gefragt? Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Ich höre. So. Was jetzt? Raus damit. Lasst uns das hinter uns bringen. Der Schwarm ist hungrig. Wir haben die Hälfte der Biomasse gesammelt, die zur Erweckung des Uralten nötig ist. Nichts steht dem Schwarm im Weg. Mal patrouillieren hier. Und dann hat irgendwie wahrscheinlich einer gerade gestorben, der. Ja. Ja. Wer hat dich gefragt? So. Du hast meine Aufnahme. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Können die da umschießen? Was jetzt? Ich höre. Raus damit. Los jetzt. Nichts stellt sich mir in den Weg. Der Schwarm ist hungrig. Ja? Wer hat dich gefragt? Mutation abgeschlossen. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Du hast meine Aufmerksamkeit. Kilgore Biomasse wird angegriffen. Wir sind dem Feind im Kampf begegnet. Ja? Der Schwarm schläft nie. Jetzt können wir eigentlich mal hier wieder. Die Urzerg greifen Kilgore Biomasse an. Immer geheilt. Ich höre. Wir sind hier fast fertig. Weiter vorrücken. Raus damit. Der Schwarm schläft nie. Das wirst du bereuen. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Ich höre. Kein Entkommen. So. Ist das meine Drohne? Wer hat dich gefragt? Weiter vorrücken. Was jetzt? Der Schwarm schläft nie. Wir so, haben nicht hier noch viel irgendwo Zeit. Zerglinge? Komm, hier, bevor du. Der Schwarmcluster wird angegriffen. Eine Drohne wird von Bracks Streitkräften angegriffen. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Was? Wo denn? Wir sollten Einheiten erschaffen, die fliegende Einheiten angreifen können. Wenn wir Hydralisken oder Königinnen erschaffen, können wir feindliche Lufteinheiten vernichten. So.
Also Fakt sind wir eigentlich schon durch. Ah, das wir brauchen 6 und 7. Moment, wo ich hier nicht mal. Halt! Mal gucken, wo hier. Raus damit! Nicht! Die Urzerg greifen Quilgor-Biomasse an. Schon wieder. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Ja, wo die. Das war etwas selbstmörderisch hier, als ich durchzugehen. Auf die andere Weise. Wo ist mal zum Teufel sich diese weiteren Teiche? Der Schwarm ist hung. Mineralienfeld erschöpft. Ah, hier. Hier ist ein Teich, kann man nehmen. Noch ein Teich. Könnte das sein? Ja, nicht, ja. Oder? Ne, der kommt nicht ran. Was jetzt? Aber den holen wir uns jetzt mal. Zeit. Aber wo soll denn jetzt der dritte sein? Wer hat dich gefragt? Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Nee, nee, ja. Du hast meine Aufmerksamkeit. Wir haben nicht viel Zeit. Los jetzt. Streitkräfte vernichten Quilgor-Biomasse. Ja. Die Urzerg greifen Quilgor-Biomasse an. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. So, wo könnte jetzt aber der dritte See sein? Probieren Sie Uressenz. Hier irgendwo? Ah, ich will ja die Punkte haben. Ich will ja, dass Kerrigan weiter ausgebaut werden kann. Sie entwickeln. Da läuft er. Erschöpft. Ja, das ist es, das ist es. Raus damit. Aber ich auch bei mir. So, man sieht auch, wie die Schütze sozusagen alle lang bouncen, obwohl ich sozusagen immer bis eins angreife. Treffen die automatisch mehrere. So. Erschöpft. Du hast meine Aufmerksamkeit. So, da kannst du es mal hinbringen. So. Hey, wieso? Raus damit.
Und? Diese Welt gehört mir. Wie lang bist denn du? Ich dann so. Ja. So, jetzt wir auch. Haben nicht viel Zeit. Was jetzt? Diese Essenz ist so lebendig. So. Ich glaube, sie gefällt mir. Kilgore Biomasse wird angegriffen. Okay. Es endet jetzt. Ich werde dich höchstpersönlich töten. Naja, komm noch. Verteidig den Schwarmcluster. Töte sie, Brack. Wer hat... Deine leeren Diener sind kein Gegner für die Macht der Urzerg. Dem Feld erschöpft. So, hier können wir mal ein paar Scheusale. Wir brauchen mehr. Ach, mehr Overlord. Naja, dann gehst du mal eine Runde Overlord. Hey, Moment, ich brauch das nie. Vespin-Geysir erschöpft. Der gehört. So. Ich höre. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Ich werde dein Fleisch verschlingen! Splitter. Gut. Der Urzerg. Eine uralte. Ich kehre zurück. Uralter. Ich bin wegen der Macht Zerus hier. Ich werde alles opfern, um mein Ziel zu erreichen. Du wirst mir helfen. Dein Schwarm trägt das Mal von Amon, dem gefallenen Xel'Naga. Vor langer Zeit kam er nach Zerus. Er formte die Zerg zu einer Waffe und brachte sie fort. Doch einige von uns blieben unentdeckt, verborgen. Wir vermehrten uns. Wir bleiben rein. Wenn du unsere Kraft suchst, musst du Urzerg werden. Du musst rein werden. Hey, ich bin rein. Hab mich gewaschen heute. Na gut. 3 von 3 Machtpunkten, Einheit Mutalist, bla 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 bla. Das haben wir hier abgeschlossen, ist klar. Verhindern Sie in das Erwachen des Uralten, dass mehr als 3 Ihrer Drohnen getötet werden. Bei mir wurde, glaube ich, eine getötet, oder? Nein? 3 Drohnen habe ich verloren? Echt? Naja, aber eben nicht mehr als 3. Und zerstören Sie in das Erwachen der Uralten auf dem Schwierigkeitsgrad normal 4 Schwarmstücke der Urzerg. Ich habe 2 von 4 zerstört. Aber ich spiele auch nicht auf normal. Ne? So. Das war diese Mission und ich melde mich wieder in der nächsten Mission. Und bis dahin, ja, haut rein. Ich glaube, ich habe schon lange Zeit nicht mehr euch darum gebeten, mir doch mal den ein oder anderen Kommentar zu hinterlassen. Oder mir einen Daumen nach oben zu geben, wenn ihr denkt, das gefällt euch, was ihr da so seht. Abonniert dürft ihr mich natürlich immer. Und da ich das lange nicht mehr gemacht habe ich das hiermit gerade wiederholt. Tschüss!